Geschichten aus der Heimat, die sammeln wir für Sie ein. Jede Woche sind wir unterwegs und erkunden eine Gemeinde. Diese Woche sind wir 50 Kilometer südöstlich von München, am Schliersee. Der Markt Schliersee besteht aus den Ortsteilen Neuhaus und Fischhausen. Urkundlich erwähnt wurde der Ort das erste Mal im Jahre 779, als dort ein kleines Kloster entstand. Heute hat die Gemeinde rund 7000 Einwohner. Mit dem Zug sind sie von München aus in einer Stunde am Bahnhof Schliersee. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute hier auf der Speckalm. Und hier, Sie sehen es ja, ist noch kein Gast da, es ist noch ganz ruhig. Deswegen packe ich mal ein bisschen mit an, mach hier, leg mal ein bisschen Holz aufs Feuer. Ist doch schön, jetzt kommt wieder der Winter, die Stadezeit, da werden wir alle wieder ein bisschen einheizen. Also das Wichtigste hier bei so einer Hütte ist natürlich der Wirt. Und der Sepp wäre ja da, aber er hat gesagt, es fehlt ihm sein Hut. Ich habe einen gefunden, den hier, den wollte er aber nicht. Also wir warten jetzt auf den Hut vom Sepp und dann geht's gleich los. Also das ist er also, das Wichtigste hier auf der Speckalm. Dieser wunderschöne Hut, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen Geschichte zu erzählen. Wollen wir gleich mal den Sepp fragen. Also da kommt er schon. Servus Sepp. Ja, Sophie, hast du hast ja meinen Hut. Ja, ich habe ihn angelangt, hoffentlich war das okay. Ja, das passt schon, aber da fehlt noch was. Wirklich? Ja, freilich, da gehört noch mal was, Steffi. Ach Schmarrn, hast du da wirklich immer eine Wurst dran? Immer eine Wurst. So, ohne den Hut geht es ja gleich gar nicht, gell? Also das heißt, man kennt dich nur so, gell? Man kennt mich eigentlich nur so und die anderen, also wenn ich ohne Hut weg bin, dann kennt mich fast keiner. Du erkennst dich selber wahrscheinlich auch gar nicht ohne Hut, so ungefähr. Ja, noch kenne ich mich schon. Ich kann den Spiegel nicht schauen. Okay, du sag einmal, wie lange hast du hier diese Alm schon? Ja, schon fast 20 Jahre. 2004 habe ich es modernisiert ein bisschen. Mhm. Und vergrößert wahrscheinlich, oder? Ja, vergrößert auch. Da ein bisschen Platz haben für Hochzeiten, Betriebsfeiern und so. Mhm. Ja. Ja, seid ihr hier, habt mehrmals schon einen Preis gekriegt auch, gell? Wir haben mehrmals einen Preis gekriegt, da bin ich ganz stolz. Was war das für einer? Ja, Ski Area Test, das ist praktisch die beliebteste Skihütte im ganzen Vor-Alpenraum, europäischen Voralpenraum. Wow, oh, das ist ja schon Respekt. Ja. Das heißt, ihr habt eigentlich hier Hochsaison im Winter, oder, beim Skifahren? Ja, im Winter haben wir halt viel Skifahrer, da haben wir Tagesgeschäft mehr, aber im Sommer haben wir halt viel Hochzeiten. Aber eigentlich eben, die Wurst sagt ja alles. Ich meine, das ist doch eigentlich deine Leidenschaft, oder? Speck machen, ja. Speck machen. Wie kam es dazu? Bist du Metzger? Nein, ich bin Zimmerer. Ich war 17 Jahre Zimmerer und dann habe ich meine Frau kennengelernt und dann haben wir uns überlegt, dass wir das machen. Dass ihr das hier oben macht mit der Alm. Und mit dem Speck, wie kam das dann? Ja, das war eigentlich, wir haben 2004, wenn wir gebaut haben, haben wir keinen Namen nicht gehabt für die Alm. Das obere Sudelfeld hat es geheißen und das ist das ganze Gebiet. Und dann haben wir unseren Namen überlegen müssen. Und dann hat mich immer gefragt, was tust du denn gern? Dann sage ich eigentlich, da immer gern Speck machen. Und so hast du noch gar keinen gemacht? Und dann haben wir jetzt schon langsam angefangen. Ah, jetzt also erst den Namen so ungefähr und dann. Ja, genau. Okay, und jetzt hast du dich ja richtig spezialisiert da, gell? Da machst du ganz, ganz spannenden, unterschiedlichen Speck, gell? Ja, ich mache sehr viel mit dem Landenhammer und mit dem Schliers. Mhm. Wir machen einen Whisky-Speck, einen Bierspeck, haben uns auch schützen lassen. Mhm. Für den Landenhammer haben wir einen Haselnuss und einen Enzianhirschen. Ach, Mann. Ja, ein bisschen verrückt. Es ist halt
ganz komisch angegangen. Ich habe einen Speck eingeführt und da war eine Flasche Whisky daneben gestanden. Und dann sage ich zu meinem Koch, ja, was tun wir jetzt da? Das kann eigentlich nur was Gutes sein. Ja. So ein Speck ohne Whisky, ja. Und so ist es eigentlich entstanden. Und das legt man dann ein, oder? Das musst du mir mal genauer zeigen, weil du hast ja so richtig hier deine Speckküche, oder? Ja, okay, aber so ein kannst du schon, aber ich konnte nicht erklären, wenn man ja, das verstehe ich, Berufsgeheimnis, gell? Ja. Ich mir gleich das Wasser im Mund zusammen, vor allem, wenn ich mal die Wurst vor Augen habe. Aber da schauen wir jetzt mal gleich runter zur Speckküche. Doch vorher gibt's eine kurze Unterbrechung. Wir sind heute auf dem Berg in einer Alm und lernen den Wirt Sepp Ettenhuber kennen, der uns jetzt seine Leidenschaft zeigt. So, wir haben Zucker, Salz, Holderbeeren, Lorbeerblätter, Pfeffer und nur einige. Berufsgeheimnisse da hinten. Mischungen. Ja, der Knoblauch ist natürlich auch drin. Okay. Ja. Und ich habe jetzt schon was vorbereitet. Ich schneide das und du tust das einsuchen. Okay. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Aber es kommt ja auch viel auf das Fleisch an, gell? Ob das gutes Fleisch ist, gell? Ja, ganz klar. Also, ist ja nun mal. Ja, aber es ist gut mariniert. Also. Mariniert ist verkehrt. Mhm. Die haben den Rest noch drüber streuen. Mhm. Die schotten wieder. Gell? Und wie lange bleibt jetzt das so? Der bleibt jetzt 2 Wochen so, wird abgedeckt. Mhm. Und kommt in den Kühlschrank? Kommt in den Kühlschrank, muss in den Kühlschrank rein. Wird abgedeckt, nach 2 Wochen wird er gedreht. Ach echt, warum jetzt das? Weil dann das obere nach unten kommt und dann kommt die Flüssigkeit, wo vom Fleisch rausgeht, kommt wieder drüber. Ach, da kommt jetzt, setzt sich ein bisschen Flüssigkeit. Ja, genau. Mhm. Und dann wird es jetzt auf die Hautseite. So. Mhm. So. Und dann kommt es raus. Mhm. Dann wird es geschnürt. Ah, das auch noch. Ja, klar, müssen wir schnüren, dass wir es aufhängen können. Ja. Und dann kommt es zum Nachbrennen. Das heißt, die werden in der frischen Luft 3-4 Tage noch. Minimum noch hängen lassen, dann brennt es nach, dann geht noch innen rein, dass der auch durch ist, richtig. Und dann kann er in den Räucherschrank rein. Ah, in den Räucherschrank, der in deinem Räucherkeller ist? Ja, genau. Okay, dann schauen wir jetzt dahin. Jawohl, das machen wir. Aber erst Hände waschen. Ja, unbedingt. Wo ist er denn jetzt hin? So schnell ist der, dass wir ihn gleich wieder verloren haben. Da steht Speckküche, da müsste das sein. Schauen wir mal. So, Sepp. Also jetzt habe ich den Hut endlich gefunden gehabt, aber den Sepp schon wieder verloren. Speckküche stand hier, hier ist er aber gar nicht. Ach, da unten! Ja, ich komme auch weg. Wart! Hey, ach, da bist du hier. Ist es ja total verräuchert und es riecht aber auch stark nach Speck. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt, sonst würden wir das riechen können. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber hier ist also dein Räucherofen. Ja, genau. Wo ist denn der genau? Mein Räucherofen ist da schon. Ja. Ah, hinter dir. Freilich, wir können mal vorsichtig aufmachen. Ja. Aber jetzt müssen wir ganz kurz, weil da wäre ganz schön Rauch drin. Ah, okay. Ah, da hängt jetzt, da hängt da drinnen. Ja, der Speck, wow. Die glauben, wir waren wieder zu, weil sonst werden wir auch noch geräuchert. Was ist jetzt das für einer, der da gerade drinnen hängt? Das ist ein Haselnussspeck. Haselnussspeck. Aha. Möchtest du probieren? Ja, gern. Können wir den probieren? So, dann tue ich ihn raus, oder? Gerne. Kurz können wir aufmachen. Ja. Ah, die schauen schön aus. Ah, die musst du da abschneiden. Ja, das ist schon ein ganz schöner Rauch hier. Hier unten. Ja, da werden wir wenigstens ärgereichert ein bisschen. So, schau her. So, also da ist da so viel Haselnuss drinnen, dass man da echt sogar eine allergische Reaktion drauf haben kann. Das ist ja unglaublich. Ja. Aber ich lese ja da hier, da steht auf deiner Tafel Zirbelspeck, also gut, Haselnuss, Whisky haben wir schon, Bier, Bergspeck, Rinderspeck. Ja, du hast echt einen Haufen unterschiedliche Sorten. Ja, bestimmt 12 Sorten. Sind die alle da drin gerade? Nein, alle haben nicht drin, weil die haben wir schon verpackelt oder ein paar haben noch in der Suche. Aber da sind trotzdem unterschiedliche. Ja,
hier kann man ja wirklich sich den ganzen Tag durchfressen. Da kann man schon ein bisschen sündigen hier, gell? Ja, für die Sündigung, da habe ich was. Wirklich? Ja, freilich, soll ich das sagen? Ja, bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Weiter. Okay. Packen wir's. Also Sepp, man sagt ja, auf der Alm, da gibt's keine Sünde. Stimmt das? Das musst du doch wissen als Wirt mit 20 Jahre Erfahrung. Ja, ist ja klar, dass es keine Sünde nicht gibt. Es wird immer was passieren, einmal allerdings. Aber mein Gott, für das habe ich mir einen Beichtstuhl gebaut. Und das ist eigentlich ganz gut, weil da können sie dann die Sünden bei mir abbeichten. Mhm. Verstehst? Da wird der Vorhang zugemacht und dann wird er richtig gebeichtet. Und dann schauen wir mal, dann kriegen sie halt eine Buße jetzt so. Müssen sie halt noch machen. Mhm. Und das ist dann mal ein Schnäppchen oder irgendwas. Mhm. Gell. Jetzt glaube ich, erstmal bei dir an der richtigen Adresse. Wohl wahr. Weil ich so ein Engel bin. Ja, genau. Also, und dann kann man das hier mit runterspülen. Ja, genau. Sollen wir gleich mal spülen? Gerne. Prost. Ah, der riecht gut. Ja, das ist perfekt. Ja, also den probieren wir gleich. Jawohl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie wissen möchten, wo hier der Whisky gebrannt wird, dann schalten Sie morgen wieder ein um 7:45. Das klären wir dann auf. Und jetzt, Sepp, muss ich dir doch was beichten. Ehrlich? Mhm. Oder? Die Zeit ist vorn. Ja. Aus, aus. Das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Schliersee. Machen Sie's gut, bis morgen. Hilfe! Das war wahrscheinlich jetzt die größte Sünde.